Auf Revontulli Coast geht es hervorragend auf kleine Tiere, also auf Federvieh. Level 1er, verschiedene Enten, Gänse und Co., die suchen wir jetzt. Also, es startet. Erstes Mal, erster Einsatz hier auf dieser Map. Und ich gucke natürlich gleich erst einmal rein, was denn hier so geht. Und da oben kommt auch schon der Begleiter gerade. Denn im letzten Livestream, hast du vielleicht gesehen, hat mir der Rider on Bike 2 DLCs geschenkt. Zum einen den elektrischen Crawler, was natürlich mega praktisch ist, gerade für einen Low-Level, der zum einen nicht genug Geld hat, zum anderen natürlich nicht sämtliche Crawler freigespielt hat. Heißt also, ich kann jetzt mit dem elektrischen Crawler einfach alles abrufen, per App sozusagen. Absolut sensationell. Zum anderen den Hund, den Labrador, und der apportiert quasi Enten und Co. Und das ist doch wohl der absolute Oberhammer. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier unseren Hund und dann geht es gleich los hier rein. Da, pupp, da ist er schon. Und es gackert und es schnattert hier überall schon rum. Und das macht diese Map hier so sensationell. Guck dir das an. Alter, Schellente. Da hinten brettern sie schon los. Ist das der Hammer? Wir haben hier so einen richtigen Freizeit-Camp, Lager, so ein Freizeit, keine Ahnung, Riesencampingplatz oder sowas. Und hier ist unsere Base. Und von hier aus geht's dann gleich schon mal los. Shell-Ente, ja, vielleicht würde ich sagen, einfach mal hier schon mal am Wasser entlang. Oder wir gehen vielleicht hier so mittig und suchen hier einfach schon mal an diesen Seen nach verschiedenen Tieren. Aber als erstes geht es da vorne jetzt gleich in Richtung Hütte und dann rüsten wir uns natürlich aus. So, da ist es tatsächlich auch schon und hier fliegen überall weitere Enten und so weiter. Und guck mal, eine Gans, die Tundra-Saatgans haben wir auch hier, perfekt. Und ja, hier nehmen wir jetzt natürlich erstmal diesen Außenposten sozusagen an. Jawohl, also quasi so ein Campingplatz. Wir haben hier eine von diesen Hütten. Und da gehen wir jetzt rein. Da vorne ist es. Da gehen wir jetzt mal hin und holen uns die richtigen Klamotten. Alles, was wir benötigen fürs Entenjagen. Und jetzt überlege ich natürlich auch schon, was nehme ich am besten mit und warum überhaupt Entenjagen? Nicht nur, weil ich jetzt gerade zufällig diesen Hund habe, sondern weil Enten und Gänse und so, die bringen einfach auch ganz gut Cash. Also es lohnt sich gerade für den Anfang auf die kleinen Tiere zu gehen, denn wir kriegen da richtig gut Points, XP und Silber. Es sind einfach sehr viele. Wir können schön die Tiere hier wegballern auf, ja, ich sag mal, ganz entspannte Art. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, dass wir hier dann eben auch was Passendes finden. Es gab ja schon mal vor langer, langer Zeit ein sogenanntes Enten-DLC. Ich mache mal hier eine zweite Ausrüstung. Lassen wir das gerade so, wie es ist? Ich glaube schon, ne? Ja, Änderung speichern auf der 1. Und wir ändern jetzt hier mal auf die zweite Ausrüstung und setzen uns jetzt hier mit auseinander. Also wir brauchen jetzt alles für Kleintiere. Das heißt 1er Munition, hier haben wir das, empfohlene Klasse 1. Und dazu passend natürlich hier die Virant. Also immer wieder richtig, richtig nice. Das Teil quasi, naja, nicht zwingend ein Must-Have, aber schon richtig, richtig schön, wenn man das Gewehr hat. Denn damit eben auf Tiere zu gehen, auf Vögel zu gehen, ist halt schon mal super. Visier nehmen wir auch mit rein. Wir haben erstmal nur dieses Visier. Wir nehmen natürlich diesen neuen Locker mit rein. Ich bin gespannt, ob wir damit alles kriegen. Und dann nehmen wir noch, ja, jetzt könnte man natürlich hier diese ganzen Gänse und so mitnehmen und die Enten und so weiter. Aber was wir auf jeden Fall erstmal mitnehmen, ist, denke ich mal, hier so ein Zelt.
Und vom Zelt aus können wir dann immer noch, das ist ja quasi eine mobile Base. Das heißt, da können wir dann immer noch einkaufen gehen, aus diesem Zelt heraus. Und das heißt, das, was wir jetzt gerade im Lager haben, das haben wir jetzt quasi dann hier im Zelt schon alles mit eingepackt. Und wenn wir sowas brauchen, sowas hier zum Beispiel, so ein Tarnzelt, dann holen wir uns das hier einfach aus unserem Zelt, aus unserem mobilen Lager, holen wir uns das raus. Genauso wie hier diese Attrappen, die auch nochmal richtig gut wirken. Schauen wir nochmal nach den verschiedenen Gewehren. Wie gesagt, es gab da ein DLC für Flinte. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, wenn wir jetzt hier in den Laden gehen und hier in der Rubrik Flinte schauen, haben wir da natürlich dann die Möglichkeit, die verschiedenen Flinten auszuwählen. Jetzt gucken wir gerade mal. Also wir nehmen diese hier. 3 Schuss ist schon richtig gut. Die kommt jetzt dazu. Und jetzt gucken wir hier natürlich noch nach passender Munition. Und hier ist natürlich jetzt das Schöne, wir haben hier wieder verschiedene Munitionsarten, also Schrot, beziehungsweise hier diese Slug-Munition. Und wir nehmen natürlich nur 1er Schrot mit. Ganz simpel, ganz basic. Und dann machen wir hier schon mal unsere ersten Flintenpunkte, dass wir dann eben auch später andere Sachen freischalten. Aber ich denke, das wird für die Vögel ganz gut funktionieren. Mittlerweile fast 10.000 Geld zusammen. Durch den letzten Livestream haben wir noch ein bisschen was gefarmt. Das ging also richtig gut. Nehmen wir so 100 Schuss mit. So, immer gut investieren in die Munition. Und genauso gucke ich natürlich auch nochmal nach der anderen Munition, die gezielte. Die ist übrigens auch neu, sehe ich gerade. Die war auch in diesem DLC mit drin, sofort aufgefallen. Was ist denn das für ein Ding? Das gucken wir uns mal später im Detail nochmal an. Mit Nachtsichtfernrohr und so weiter. Okay, das ist ja wild. Da gehen wir mal in einem extra Video drauf ein. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal im Detail an. Wir bleiben erstmal jetzt hier bei diesem Gewehr kompatible. Hier ist die Munition. Da reicht auch hier die einfache. Die größere hier mit mehr Durchschlagskraft brauchen wir nicht. Sollte einfach hier mit der funktionieren. Eine gute Aufpilzung, also recht große Löcher sozusagen durch die Aufpilzung. Und eben Durchschlag 5 reicht eben für die kleinen Tiere durchaus auch aus. Und da gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr rein. Gehen wir mal auf 200 Schuss. Zack, zack. Und das haben wir doch jetzt hoffentlich auch gleich alles im Lager. Das ist drin. Und hier, das ist drin. Und genauso auch noch diese. So, und dann haben wir doch jetzt hier alles, was wir fürs Entenjagen benötigen. Hier sind schon die ganzen Caller, auch aus dem DLC. Diese verschiedenen Varianten. Und ich hoffe, dass wir damit eben jetzt hier gleich die ganzen, also mit dem elektrischen Caller, die ganzen Entenarten nachstellen können. Ich speichere erstmal die Ausrüstung so, wie sie ist. Und damit geht's jetzt los. Neue Stufe beim Begleiter. Weißt du was? Da habe ich noch gar nicht den Begleiter aus dem Laden. Habe ich noch gar nicht was zum Knabbern geholt. Der hat doch, da gibt's doch Knabbersachen. Worunter ist denn das? Kleidung, Verbrauchsgegenstände. Hier. Belohne deinen besten Freund mit den Leckerbissen. Na siehste. Benutze Hundekuchen, um die Bindung zu dem Hund zu erhöhen. Kostet 4.000. Alles klar. Wir kuscheln dafür einfach mal eine Runde. Für 0. 4.000. Das können wir uns leider nicht leisten, Pfiffi. So. Kriegen wir die Tür hier zu? Nee. Das kriegen wir so nicht hin. Siehste, wir loben ihn. Na, na. So, Feini. Komm mit. 2 Fuß, wir gehen ans Wasser. Ja, und wir müssen uns tatsächlich schon fast ein bisschen beeilen, denn es wird langsam Abend. Ich sehe es gerade hier auf dem Handy. Wir haben es schon bald 19 Uhr. Und das heißt, jetzt oder nie, solange es noch hell ist, einfach hier schon mal die Wasserkanten abgucken, langsam hier dem Wasser nähern und schon mal schauen, ob hier nicht irgendwo schon Enten oder Gänse rumschnattern und rumgackern. Oder ob wir hier tatsächlich erst Attrappen aufbauen müssen. Ich glaube, ich mache jetzt sogar auch schon mal Licht an, damit wir hier gleich am
Wasser irgendwo auch Spots sehen, also irgendwelche Location, wo die vielleicht, oh, jetzt wird es tatsächlich richtig dunkel, wo die hier vielleicht essen, trinken ja wahrscheinlich eher nicht, oder einfach chillen. Vielleicht sind die sogar hier auf dieser Insel. Durchaus eine Möglichkeit, hier auf diese Landzunge nochmal zu gehen. Man sieht hier auch schön diese ganze Schilfkante. Und was halt nice ist, der Hund soll eben auch, der soll eben auch Haselhuhn. 150 Meter. Der soll eben auch ins Wasser reinspringen und dann da von da aus die Tiere, die Enten oder Gänse dann ranholen. Da gackert schon wieder was. Ich gehe erstmal in Deckung. Ich kriege noch gar nichts mit hier. Also ich glaube, ich laufe erstmal ein bisschen am Wasser entlang. Und dann gucken wir mal, ob wir da vorne in der Area noch ein bisschen was entdecken. Also, ich bin jetzt hier ein ganzes Stückchen weiter vormarschiert. Sehr, sehr vorsichtig. Hier sind verschiedene Elchspuren. Und was hier halt rumrennt, sind immer mal wieder diese Schellenten. Die fliegen hier rum. Jetzt war hier aber auch gerade noch ein Alpenschneehuhn in der Nähe. Ich würde sagen, ich setze hier mal eben den Caller hin, um auch erstmal zu schauen, ob hier irgendwo was in der Nähe reagiert. Und vor allem auf dieser neuen Map, da vorne ist auch noch was, ob hier oder welche Tiere ich überhaupt hier anlocken kann damit. Die haben ja hier ungefähr eine Range von 200 Meter, diese Caller. Und dementsprechend gucken wir uns das einfach mal eben an. Jetzt kommen wir hier so langsam in den Knick. Also bis da hinten hin. Hier ist nochmal Schilf und so weiter. Aber auch hier bisher in der Nacht am Rand absolut so nichts weiter zu sehen. Wir nehmen einfach mal hier jetzt den elektrischen Caller. Lautsprecher in alle Richtungen. Oder fast. So, wir machen mal so in diese Richtung. Und jetzt haben wir hier eben unser Handteil. Mit der rechten Maustaste zoomt man dann ran und kann sich alles raussuchen. Wir hatten ja gerade Kanada-Graugans. Na guck, man kann gar nicht alles ranpfeifen. Aber was halt gut ist, alles was man ranpfeifen kann, wird wiederum hier auf dem Caller gezeigt. Und das ist natürlich super praktisch. Das heißt, theoretisch mit diesem Gerät machen wir einfach einen auf Random und sagen, stopp, heute gehen wir auf Elch. Theoretisch. Aber wir gucken natürlich erstmal hier nach Schellente. Und jetzt knattert das Teil los hier. Und ich habe natürlich keine Schellenten. Aber er knattert jetzt hier schon los. Ist er drin? Wir gucken noch mal kurz rein. Läuft das hier? Schellente. Zack. Jetzt knattert er los. Jetzt knattert er los. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir die dazu, dass sie hier landen? Also ich müsste es ja eigentlich ins Wasser schmeißen, oder? Wir nehmen das nochmal auf. Oh mein Gott, da ist schon... Oh, da kommt schon was. Zack, platzieren. Zack. Wo ist das Ding? Da, Schellente. Aktivieren. Verlassen. Jetzt. Jetzt geht's... Oh, da oben. Da flattert auch noch was. Jetzt brauchen wir hier ein Tarnzelt. Hund, komm ran hier. Bei Fuß. Krack, 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 krack. Sensationell. Jetzt brauchen wir ein Tarnzelt. Ich habe mein normales Zelt nicht dabei. Das normale Zelt, ein bisschen Abstand halten. Normales Zelt, wir machen mal ein bisschen Duft drauf. Der Wind steht gut, sehe ich gerade. Der Wind steht gut. Wo haben wir es denn, das Zelt? Auf der 8, okay. Also, wir setzen das mal hier hinten in den Wald. Damit wir von hier aus... Da kommt noch was an. Kriegen wir das hier so platziert? Oder hier? So. Guck mal. Das sieht doch schon gut aus.
Jetzt haben wir hier unser Zelt. Und von hier aus holen wir jetzt nochmal raus. So ein Tarnzelt. Dieses, die liegen hier für Wasservögel. Was haben wir im Lager? Abbrechen. Wir haben im Lager doch auch noch was. Hier sind sie, die offenen. Also, das nehmen wir jetzt hier mit rein. Und legen uns das jetzt gleich hier schön wieder auf die 8. Da vorne wird die ganze Zeit schon losgeknattert. Ich schleiche jetzt hier mal ein bisschen mehr. Denn ich will ja hier gleich auch noch ein bisschen was kriegen. Da oben knattern sie überall rum. Und antworten. Ist das der Hammer? Das ist doch der Hammer. Und da hinten sind auch noch andere Tiere. Da geht's schon los. Im Idealfall müsste ich jetzt da auch noch die Attrappen hinstellen, ne? Das ist ja wohl klar. Das Spur untersuchen. Aber es kommen die Schellenten aus der Luft, also von überall, kommen schon die Rufe. 50 Meter Entfernung. Reicht mir das? Ich glaube ja. Ich gehe mal hier so auf 50 Meter. 45 ist ja dann der Caller. Und dann stellen wir jetzt hier das Ding hin. Geht das so? Das geht. So, Hund. Begleiter neue Stufe. Platz. Und jetzt bin ich hier drin. So, erstmal. Wir sehen unten in der Ecke Strich. Also gut getarnt. Und theoretisch müsste doch jetzt, könnte doch jetzt hier... wie er am Abschnattern ist. Aber die Frage ist natürlich, bringt die das zum Landen? Also bringt das Geknattere? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich noch nicht. Ich renne noch mal ein bisschen hin und her. Wir haben ja noch Zeit. Ist ja noch nicht so, dass wir hier irgendwie schon was verscheucht haben. Vielleicht ja doch. Aber erstmal, er knattert schon schön los. Sehr gut. Im Lager. Wo? Hier, irgendwo diese Enten. Saatgans Stockenten. Ich habe aber nicht Schellenten. Ob das egal ist? Vielleicht ist es egal. Ich nehme mal die Stockenten, jeweils 5 Stück. Und die legen wir mal eben Lockmittel auf die 6 und auf die 7. Und davon stellen wir jetzt noch welche ins Wasser. Und vielleicht knattern dann noch mehr. Tundra-Saatgans kommt da auch noch an. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... Schellgans, das sind die, die ich locke. Ob ich das Zelt vielleicht hier hinstelle, oder? Wie weit komme ich denn hier mit rein? Guck mal, ich kann ja hier ein ganzes Stückchen raus. Oder ich stelle den Caller hier so drauf. Das ist doch hier prädestiniert, Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Von der anderen Sorte. Von den weiblichen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt haben wir doch hier einen maximal aufgestellten Spot. Und kriege ich den zerlegt? Bekomme ich den hier ins Wasser gestellt? Gleich platzt mir das Gerät, ey. Lol, wait. Das geht hier drauf. Alter, ich werde ja weich. Nicht platzierbar. Benötigt. Offene Oberfläche. Okay. Aber. Also, das wäre jetzt natürlich schade. Aber. Ich meine, hier geht doch vielleicht auch schon. Geht tatsächlich. So. Und jetzt haben wir doch hier erstmal eine Entfernung zu diesen. Es sind sogar 2 Spots automatisch. Das hier sind jetzt 40 Meter ungefähr.
Das heißt, ich kann jetzt, ich stelle jetzt das Zelt hier vorne zwischen. Alter, ne, das macht so einen Bock. Dieses geplante, dieser Ansatz. So. Genau, 40, 50 Meter. Jetzt hier so dazwischen. Passt das überhaupt? Kann das? Darf das? Soll das? Da geht es. So komisch krumm und schief. Wir lassen das wieder so leicht schräg nach vorne gekippt. Dann haben wir nach vorne bessere Sicht. Der Hund bleibt da schön sitzen. Wir sind hier safe. Sind auf 50 Meter. Und wenn wir jetzt hier auf Schrot gehen, haben wir nämlich hier die Nullmarkierung auf 50 Meter, wobei wir ja eh noch keinen Scope haben, aber können dann hier eben mit dem Schrot ordentlich reinhalten und genauso auf 50 Meter, jetzt aber hier mit Scope, genau rangezoomt, bisschen drüber, bisschen drunter, aber damit sind wir doch dann auf einer ganz guten Entfernung und können jetzt dem Caller wieder sagen, auf der 5, zack, lock mir mal bitte die Schellente an. Ha! Ist das gut, Alter. Ja, das ist wirklich richtig cool. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das ist natürlich jetzt die wichtige Frage. So viel Theater, so viel Technik. High-End Schickimicki Jäger. Und nicht eine Ente. Schellenten, Schellenten, Schellenten im Landeanflug. Schellenten. Ich dachte gerade, ich habe mich gerade noch ein bisschen auf die anderen Enten umgestellt und auf einmal kommt doch hier was runter. Aber ich sehe nicht wo. Eurasische Pfeifente. Nee. Die konnte ich gerade aktivieren. Ich habe jetzt hier verschiedenste Arten einfach mal durchgeballert. Also Stockente natürlich, die ist ja auch als Attrappe auf dem Wasser. Ein bisschen pfeifen lassen und so weiter. Haselhuhn und die Gänse. Ich denke, dass ich gleich nochmal das vielleicht umstelle mit den Attrappen. Einmal links, einmal rechts. So, dass ich einmal Gänse habe und Enten. Und jetzt gerade läuft ja hier, wo ist sie? Die eurasische Pfeifente. Und die, sobald ich es gemacht habe, die hat gerade geantwortet. Jetzt ist das natürlich genau hinterm Zelt und ich bin gespannt, ob die da dran vorbeirennt. Und da kommt sie sogar aus der Luft gerade. Also, da kam der Pfiff aus der Luft. Das scheint auch irgendwie zu triggern. Erster Abschuss im Anflug. Super schwierig zu erkennen. Minimaler Jagddruck. Das ist natürlich praktisch. Und wir holen als erstes, sagen den Hund jetzt hier, apportieren. Weiß er überhaupt was? Rennt los. Ich bin gespannt. Rennt los. Da hinten sehen wir die Markierung. Das ist aber weit. So weit ist das Ding geflogen. Kommt schon wieder. Na, wo ist er? Da ist er. Hat aber nichts dabei. Na, Feini, wolltest du noch mal? Sucht nach Wild.
Such nach Wild. Das ist ja witzig. Und er springt. Ist das der Hammer? Ist das cute? Ist das der Hammer? Feini, Alden. Und da kommen schon die nächsten. Hund, Platz. Trophäe bestätigen. Silberwertung. Mit dem Vogelschrot. Erste eurasische Pfeifenente. Und es schnattert an allen Seiten. Ich gehe schnell wieder hier in Deckung. Die ersten EP kommen rein, das ist gut. Und jetzt müssen wir gucken, wenn die gleich wieder landen. Das kann sein, dass die doch ein bisschen aufschrecken. Und dass ich die wirklich aus der Luft dann halt schießen muss. Ist natürlich auch nicht schlecht, kann man mal machen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Tor ist zu. Und ich glaube, ich mache auch nochmal Licht aus. Da ist hier gerade eine direkt vor mir. Hat. Und ich schieße auch nicht weiter hinterher. Sondern die lassen wir einfach so, wie es jetzt ist. Apportieren. Tipptopp. Richtig auf bequem hier. Bronzewertung. Oh, Headshot leider. Aber geht trotzdem ganz schön von der Färbung. Ja, perfekt von der Effizienz. Nehmen wir auch wieder mit. 300 Geld dafür. Und den Hund. Also auch wieder den Hund tun wir mal so ein bisschen hier zur Seite. So, Alden. Bei Fuß. Komm ran hier. Und danach kann der mal hier schön ein bisschen platzen. So, und ich gehe direkt nochmal in Deckung. Ja, in der Zwischenzeit knattert es hier vorne weiter mit dem Lockruf. Ja, wie gesagt, mit dem Aufbau, das muss ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen umstellen. Wir nutzen hier quasi diese Landzunge. Da kommen die nächsten. Eurasische Pfeifente. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Ich glaube, so kann man das ganz gut machen. Vom Aufbau bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht gibt es da doch nochmal eine andere Möglichkeit. Wenn dir da was schon aufgefallen ist, wo du sagst, ah, vielleicht doch besser anders. Gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Dann baue ich das auch gerne nochmal um. Und werde das hier nochmal testen. Ganz wichtig natürlich auch am Tag. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht machen wir das einfach die Tage auch nochmal im Livestream. Hier einfach entspannt die verschiedenen Enten und Gänse jagen auf dieser Map. Ich denke, das werde ich jetzt demnächst mehrfach machen. Weil das auch einfach übelst effektiv ist und relativ chillig. Ne? Wenn man das einmal so aufgebaut hat und dann läuft das, vielleicht mit den Gänsen oder hier mit den Enten, dann ist das doch ein ganz cooles Dingen. Alter, der Smoke dabei, ne? Wenn man die dann auch noch trifft, ne? Dann ist das sogar noch viel cooler. Also, so und so ähnlich geht es weiter. Ich mache jetzt hier noch ein paar XP-se, aber hauptsächlich werden wir das natürlich auch hier weiter im Livestream machen. Und da vorne Alpenschneehuhn, da vorne gackert es weiter. Kriegen wir das? Haben wir das? Können wir das locken? Alpenschneehuhn? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ist das alphabetisch? Graugans und so weiter? Nee. Also, das kriegen wir so nicht. Aber mit den ganzen Gänsen und so wird das hier Stück für Stück noch besser gehen. Und vor allem werde ich das natürlich am Tag nochmal machen, weil so ist wirklich schwierig, in der Nacht ganz, ganz schwierig hier was zu erkennen. Also, wenn es geholfen hat und da kommt dann doch nochmal was. Eurasische Pfeifente. Nochmal im Einsatz. Da muss ich ja doch nicht lange warten.
Wir gucken gerade nochmal. Kommen die gleich hier im Landeanflug? Ich mache nochmal Licht aus. Weil vom Gefühl her, guck mal da, ist es gar nicht so dunkel, wenn der Mond da steht. Und wenn ich so ein bisschen nach unten gucke, wird es sogar noch heller. Irgendwo müssen sie doch ankommen. Da oben fliegen sie. Einfach wieder durch mich durch, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Durch mich durch. Ich habe sie gar nicht gesehen. Okay, ich muss es auf jeden Fall am Tag machen. Das ist ja hier sehr, sehr, sehr wild. Sehr, sehr, sehr wild. Stehe ich da drauf? Nee. Ist das abgefahren? Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen machen. Weil das ist schon ganz witzig, wenn die so ankommen. Aber man muss sie einfach sehen. Man muss sie eher sehen, wenn die irgendwo anfangen zu landen. Und hier jetzt den Himmel abzusuchen mit dem Scheinwerfer. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Also, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da ja immer Angeln. Und an den anderen Tagen gibt es dann auch immer mal wieder Jagen hier. Guck mal, der Begleiter freut sich auch, dass er da sitzen kann. Perfekt. Weidmannsheil, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal.